Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal JaboLP. Und ja, ausnahmsweise mal mit Facecam, das machen wir ja nicht allzu häufig hier bei uns. Es geht sich um das Spiel Outlast, das stand in der Wunschliste. Und ja, ich hab so ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Denn das ist mein erstes Horror-Let's Play an dieser Stelle schon mal gesagt, für die neuen Zuschauer, die vielleicht dazukommen. Okay, dann, was ist hier? Normal, schwieriger Albtraum, Wahnsinn. Wir nehmen normal, oder? Normal. Macht ja den Horror nicht schlimmer, oder? Also, von daher. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen. Um die andere Journalisten. Ah, okay. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja. Gott, ey. Dass ich sowas spiele, hätte ich niemals gedacht. Das ist ernsthaft mein erstes Horror-Game. Okay. Ja, Radio geht kaputt, das ist sehr geil. Und unser Rückspiegel flimmert wie so ein alter Fernseher. Sieht auch sehr gut aus. Pressekärtchen. Da vorne ist Mount Massive. Okay. Ah, Handbremse ziehen, Motor aus, wie sich das gehört. Und was haben wir hier? 17. September 2013 von Blabla an Blabla. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig, breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ups, das klingt nicht so gut. Batterien, okay. Und eine Kamera. Ja, was hat's damit auf sich? Stopp. Ah. War unser Pressekärtchen. Okay, steigen wir mal aus. Oh, wir haben das Licht angelassen. Eigentlich müsste es noch weiter piepen. Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelten Dokumente. Keine Notizen. Der Informant. Ach so, das war das, was wir gerade gelesen hatten. Ah, okay. Ja, geil. Aha. Wie kann ich zoomen? Ah. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen schlau gemacht über das Spiel. Zumindest, sagen wir mal, insofern, dass man mit der Kamera... Habe ich hier gerade Schüsse gehört? Dass man mit der Kamera
rumlaufen sollte und alles festhalten soll. Ah. Lehnen kann ich mich also auch. Okay. Kann ich irgendwas bedienen? Was zur Hölle sind das jetzt schon für Geräusche? Okay, dann gehen wir mal rein. Drücke die linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege dich vor. Ich bin zu langsam im Lesen. Ah, halte die Maus. Boah. Mein Gott, ey, das geht ja jetzt schon ab hier. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Nee, eher die Story, die mir das Genick bricht, ey, ich sag's euch. Okay, also es leben auf jeden Fall noch Leute da. Guck mal doch mal. Was haben wir denn hier? Soll ich... Das sind meine... Ah, okay. Also wenn ich mich drehe, mache ich Fußgeräusche. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber warum stand da jetzt, ich soll rennen? Muss ich jetzt rennen? Ich renn mal. Ich kann zumindest... oh, das wackelt schon immer so. Da geht's schon mal nicht durch. Boah, jetzt... Es ist noch am Anfang, also ich habe noch die Hoffnung, dass nichts passiert. Wenn ich ehrlich bin. Boah, das sieht schon so scheiße aus, ne? Irgendwelche... Armeewagen oder sowas. Das sieht zumindest so ein bisschen aus. Können wir hier rein? Geht es so einfach? Nein. Okay. Wo muss ich denn dann lang? Also auf der einen Seite war abgeschlossen. Vielleicht auf der anderen Seite. Oh, die Geräusche, Leute. Ah, da ist ein Loch im Zaun. Ah, okay, gedrückt halten. Da oben ist ein Fenster offen. Ich probiere trotzdem mal die Tür. Einfach nur aus... Trotz. Gut. Ist zu, wir können gehen. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben. Ja, das weiß ich, ja. Alter! Ich denke, was platscht denn da? Da bin ich das. Boah, Leute. Oh, der muss den Camcorder weglassen. Zu klettern. Dramatische Musik. Okay. Boah, was geht denn hier ab? Ah. Okay, dann. Schön ist, oben links hat man eine Zeit. Dann weiß man immer, wie lange man spielt. Bei 5 Minuten werde ich dann die Aufnahme erstmal beenden. Dann reicht es mir auch schon.
Jetzt muss ich da noch reinspringen. Ernsthaft? Das ist das Licht, was ich kriege? Okay. Okay, okay, okay. Oh. Ah, ja. Das kostet dann natürlich Bild. Bild, sag ich, Batterie, ne? Schon mal so ein bisschen reinlupen oder raus. Sind hier Batterien oder sowas? Wie lade ich überhaupt Batterien nach? Mit R wahrscheinlich. Okay. Okay, da ist nichts. Und da ist ja auch zu. Alter, pack doch... Mach doch nicht mit deiner Hand so komische Bewegungen. Ja. Hier ist hell. Uns mal um. Da ist nichts. Das ist die Uhr, oder? Okay. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Oh. Oh, Leute. Wahrscheinlich war da ein Bild oder so. Das habe ich jetzt zum Glück nicht gesehen. Da müsste ja jetzt... Ja. Okay. Okay. Wir machen weiter. Boah, knall die Tür doch nicht so! Alter! Du hast sie doch nicht mehr alle! Ah! Batterie. Mit R kann ich nachladen, okay. Aber jetzt... Ich bin doof, ne? Jetzt muss... Oh, da ist Blut. Sehr viel Blut. Fußspuren führen hinaus. Und enden einfach mal mitten auf dem Weg. Ich wollte gerade die Tür langsam öffnen. Hier hat jemand versucht zu telefonieren. Keine Ahnung, was ist das? Dokument. Murkoff Psychiatric Systems Project Wall Rider. Mount Massive Co. Fall Nummer 174. Patienteninitialien WPH Billy. Datum, ja, ist ja egal. Geschlecht männlich, 19 Jahre alt.
behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormon. Ja, einen schwierigeren Text kann man bei so einem Spiel natürlich dann auch nicht fassen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmetische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutete auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Project Wall Rider Mount Massive Co. Okay.